So, hallo, schöne Grüße aus Aschaffenburg. Ich bin hier ganz spontan auf die Demo gegangen und es sind einige Leute hier, aber es sind zu wenige. Ihr müsst euch wirklich auf die Straße bewegen, wir müssen mehr Präsenz zeigen, weil wir sind hier viele und das sehen wir in unseren ganz tollen Telegram-Kanälen. Bitte geht zum Beispiel nach Telegram, sucht die Freiheitsboten, meldet euch dort an, holt euch Flugblätter, verteilt die, redet mit Menschen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist so, dass die Übergriffe auch vom Staat immer stärker werden. Dr. Heiko Schöning wurde gestern in London verhaftet nach einer Rede. Er ist bisher noch nicht auf freiem Fuß. Und das sind gefährliche Entwicklungen, die wir hier haben. Wir haben jetzt 2 tote Kinder. Auf was sollen wir noch warten? Wir müssen ganz schnell reagieren, um diese Welt zu ändern. Und wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Und die, die noch nicht aufgewacht sind, bitte überlegt euch, warum ein Friedensaktivist verhaftet wird, obwohl er als Arzt nur Sachverhalte so erklärt, wie sie wissenschaftlich richtig sind. Die meisten Wissenschaftler sind nicht der Meinung des RKI, die meisten Wissenschaftler sind nicht der Meinung von Herrn Professor Drosten, sondern es gibt eine unüberschaubare Vielzahl von Wissenschaftlern, die belegen, dass das Nonsens ist. Eine sehr gute Seite dafür ist swprs.org. Dort findet ihr direkte Verlinkung zu den Quellen. Schaut euch an, wie viele Wissenschaftler, Virologen, Mikrobiologen und alles hier schon aktiv geworden sind. Wir sitzen hier in einer gigantischen Lüge. Es geht nicht um ein Virus, es geht leider um Politik, Kontrolle, Macht. Und das ist beängstigend. Helft uns. Danke.